Ja, Donnerstagabend, 18 Uhr. Damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Webinar Systematisch Trading-Chancen identifizieren. Mein Name ist Ingmar Königshofen und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid. Vielleicht ganz am Anfang kurz die Frage, ob ihr mich gut verstehen könnt. Dann wäre das super, wenn ihr mir kurz in der Fragenbox schreiben könntet, ob alles vom Audio gut funktioniert, ob ihr auch das Bild seht, damit ich weiß, dass hier auch alles den richtigen Weg läuft. Super, vielen Dank, da kommt schon rein. Vielen Dank für die Bestätigung. Also schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass wir jetzt wieder das nächste Webinar hier zusammen haben. Heute werden wir auch wieder uns das aktuelle Trading Depot anschauen, welches ich zusammen mit oder in Kooperation mit Finanzen.net anbiete. Wir werden mal schauen, welche Positionen aktuell laufen. Ich werde auch noch mal aufzeigen, warum ich diese Position genau eingegangen bin und werde auch schon mal einen kleinen Ausblick geben auf neue Basiswerte, die momentan für mich interessant erscheinen. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, nutzt bitte die Fragenbox, schreibt es rein. Auch wenn es zu Produkten sein sollte, könnt ihr natürlich gerne auch das reinschreiben, mir diese Fragen stellen, dann werde ich versuchen, natürlich das auch entsprechend zu beantworten. So, dann vielleicht zunächst mal die rechtlichen Hinweise, dass es hier alles nur zu Demonstrationszwecken ist. Ich zeige nur auf in dem Depot, wie ich vorgehe. Natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er dann das Risiko selber eingehen möchte. Und immer wieder natürlich sei auch der Hinweis gegeben, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko beinhalten, insbesondere das Totalverlustrisiko bei reichen Stockouts im Falle von Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen sowie das Ausfallrisiko des Emittenten. Und ich hatte es eben schon gesagt, wir wollen heute über das Trading Depot sprechen. Das ist ein Service der Finanznet GmbH in Kooperation mit mir. Und dann soll es auch gleich losgehen, beziehungsweise bevor wir dann in die Analysen gehen, möchte ich ganz kurz nochmal für alle diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal dabei sind, die mich noch nicht kennen und auch nicht meine Vorgehensweise, nochmal kurz aufzeigen, wie ich genau die Trades identifiziere. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Vorfilter eingehen. Das werden wir nachher dann bei den Analysen machen. Das hatten wir schon bei den vorhergehenden Webinaren immer wieder besprochen mal, wo ich aufgezeigt habe, welche Vorfilter ich weshalb nutze und wie ich diese interpretiere. Aber es sei zumindest nochmal aufgezeigt, hier anhand dieses Trichters. Es gibt ja verschiedene Assetklassen, Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes. Und ich nutze zunächst verschiedene Vorfilter, unter anderem den Commitments of Traders Report aus den USA, die Saisonalität und das Sentiment, die mir aufzeigen sollen, ob ein Markt momentan für die Long-Seite oder für die Short-Seite interessant ist. Erst im nächsten Schritt gehe ich dann in die Chartanalyse und schaue, wo sind wichtige Unterstützungen, wo sind wichtige Widerstandsmarken und leite dann ein entsprechendes Trading-Setup her. Und dann kann man eben durch ja, Produktauswahl natürlich auch nochmal einiges machen, weil das heißt natürlich nicht immer, dass man dann Knockout-Produkte kaufen muss, sondern ihr seht das ja auch in meinem Depot, dass ich oft mit Discount-Optionsscheinen zum Beispiel arbeite, wo man auch eine Seitwärtsphase profitabel handeln kann. Und erst wenn ich dann ein passendes Produkt ausgesucht habe, dann kommt es zu dem entsprechenden Trade. Mir ist immer wieder wichtig aufzuzeigen, dass mein Handel tendenziell antizyklisch ist. Das heißt, wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, dann suche ich Short-Einstiege. Wenn ein Markt sehr stark gefallen ist, dann suche ich Long-Einstiege. Also das, was vielleicht nicht jedem unbedingt liegt, aber ich möchte halt nicht am Ende eines starken Trends noch ja, in diesen Markt reinspringen. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Es gab 3D-Druck. Wann sind viele Privatanleger dann dort eingestiegen? Ja, nachdem eben die Märkte schon sehr stark gestiegen sind. Danach kam dieser Abverkauf. Dann haben wir das bei den Wasserstoffaktien gesehen. Viele sind viel zu spät eingestiegen. Danach kam der Abverkauf. Bei den Tech-Aktien ebenso. Dann auch bei Kryptowährungen. Also viele kommen leider Gottes immer viel zu spät. Und aus diesem Grund versuche ich eher antizyklisch einzusteigen und möglichst frühzeitig einen neuen Trend zu identifizieren und dann in diesen einzusteigen. Dann werde ich natürlich auch nicht diesen vollen Trend in der Regel mitnehmen, sondern ich versuche dann mir ja, ein Stückchen aus diesem Kuchen sozusagen rauszuschneiden. Aber das ist zumindest wichtig, immer wieder zu sagen, es ist ein antizyklischer Ansatz und ich
bin natürlich immer wieder damit konfrontiert, auch wenn Aktien sehr stark gestiegen sind oder bestimmte Basiswerte und ich gehe dann short, dass dann gesagt wird, wie kann man jetzt short gehen? Jeder redet doch gerade davon, dass es weiter steigen muss. Und das ist genau der Punkt. Natürlich, wenn man das oft gemacht hat, dann wird man da deutlich gelassener und das ist sogar noch eine Bestätigung, dass man dann vielleicht wirklich an einem Wendepunkt angekommen ist. Aber für mich ist das deutlich lukrativer. Aber es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er mit diesem Art des Tradings umgehen kann oder ob er eher ein Trendinvestor ist. Weil gerade beim antizyklischen Handel nimmt man tendenziell mehrere kleine Gewinne mit und macht auch mal vielleicht den einen oder anderen größeren Verlust. Und beim Trend-Trading tendenziell ist es zumindest so, dass man einzelne Trades hat, die sehr viel Performance erzielen und dann aber sehr viele kleine Trades, die immer wieder, mit denen man immer wieder verliert. Das muss man sich vorher überlegen, wie man im Markt unterwegs sein möchte. Für mich ist der antizyklische Ansatz deutlich lukrativer. Deshalb gehe ich auch so entsprechend vor. Warum nutze ich auch die verschiedenen Vorfilter, die mir zunächst anzeigen sollen, ob ein Markt für Long- oder die Short-Seite interessant ist? Ganz einfach. Ich denke, jeden Chart, den ich mir anschaue, es sei denn, wir stehen gerade auf einem Allzeithoch oder einem Allzeittief bei einer Aktie oder bei irgendeinem Basiswert, dann kann man das natürlich schwer in beide Richtungen interpretieren. Aber ansonsten, ich denke, jeden Chart, den ihr mir zeigen würdet, kann man Long interpretieren oder Short interpretieren. Und ich hatte es gerade bei den letzten Börsentagen und auf der Invest habe ich immer wieder den Test gemacht. Ich habe exakt denselben Chart genommen und habe einmal Aufwärtstrendlinien eingezeichnet, Unterstützungszonen. Und dann eben im zweiten Chart habe ich genau denselben Chart genommen und Widerstandszonen und Abwärtstrends eingezeichnet. Und es kam in der Regel genau das raus, was ich erwartet habe. Bei dem Chart, wo ich die Aufwärtstrendlinien eingezeichnet habe, da wurde gesagt, naja, hier sollte man jetzt long gehen. Bei dem Chart, wo ich alles negativ eingezeichnet habe mit Abwärtstrendlinien, da hieß es, naja, da sollte man auf jeden Fall short gehen. Also das sollte immer wieder aufzeigen, dass man eben die Charts in beide Richtungen interpretieren kann. Und genau aus diesem Grund ist es für mich sehr wichtig, dass ich zunächst verschiedene Vorfilter habe, die mir eben eine gewisse Grundrichtung vorgeben sollen. Das ist natürlich keine Garantie, dass der Markt dann auch wirklich in diese Richtung läuft. Aber wir müssen natürlich versuchen, von dem Zufallsprinzip so ein bisschen wegzukommen und die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite zu bekommen. Und wenn ich dann eben sehe in der Vergangenheit, wenn die drei Vorfilter zum Beispiel mir ein Long-Signal gegeben haben, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass ich mit diesem, ja, mit dem Trade auf der Long-Seite ein positives Ergebnis erzielen kann, dann sollte ich natürlich diesen Trade eingehen. Aber ist für mich elementar natürlich, dass man möglichst objektive Vorfilter hat, die das Ganze eben mir erstmal anzeigen, ob es eben Long oder Short interessant ist. Weil ansonsten, ich habe es ja schon bei einem letzten Webinar, glaube ich, gesagt, ist für mich die Charttechnik mittlerweile auch eine sehr subjektive Sache. Ich habe es früher natürlich auch ganz anders gesehen. Ich bin ja schon sehr lange am Markt selber aktiv, habe schon mit 14 angefangen, Aktien zu handeln. Mittlerweile bin ich 38, also habe schon ein paar Jahre Handelserfahrung. Und was habe ich gemacht? Ich bin 1998 an die Börse gekommen, habe am Anfang egal welche Aktie gekauft, kurz danach ist sie gestiegen und ich habe gedacht, das ist ja relativ einfach alles. Dann, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, habe ich gemerkt, so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Man muss sich ein bisschen besser mit dieser Materie auskennen. Also, wie viele andere auch, habe ich mir sehr viele Chartbücher durchgelesen. Und man muss natürlich sagen, im Nachgang wirkt immer alles sehr, sehr einfach. Und man wird immer Linien finden, die genau zu dem Zeitpunkt dann angezeigt haben, dass man long oder short gehen soll. Aber zumindest bei mir war es dann nur in der Rückbetrachtung richtig. Und es hat Sinn ergeben, wenn ich dann entsprechend danach gehandelt habe, dann habe ich sehr oft eben kein positives Ergebnis erzielt. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder nur mitgeben kann. Setzt euch mal einfach zu Hause hin und überschlagt mal, je nachdem, wie lange ihr am Markt aktiv seid, die letzten Jahre und überlegt, ob euer Trading-Ansatz lukrativ war, ob ihr damit profitabel seid, ob ihr damit sehr viel Geld verdient habt oder überhaupt Geld verdient habt. Und wenn ihr merkt, dieser Ansatz war nicht profitabel, ihr seid eher auf der Verliererseite, dann sollte man sich natürlich mal hinsetzen und überlegen, okay, was kann ich vielleicht anders machen? Und das versuche ich eben auch mit dem Trading Depot immer wieder aufzuzeigen, welche Trades ich eingehe. Und dieses Webinar nutze ich dann eben auch dazu, um aufzuzeigen, wie verschiedene Vorfilterungen aussehen und warum ich genau welche Trades eingehe. Vielleicht ist dann auch so ein Lerneffekt dabei oder der ein oder andere sagt, na gut, ich nutze vielleicht nicht alle drei Vorfilter genauso wie der Ingmar, aber zumindest mal das Sentiment als Kontraindikator oder ich nehme zusätzlich zu der Chartanalyse zumindest noch die Saisonalität oder, dass man sich zumindest mit der Thematik etwas mehr auseinandersetzt und versucht eben sein Trading auf ein neues Level zu heben,
Weil wenn man merkt, dass man nicht profitabel damit ist, was man macht, dann sollte man sich überlegen, ob das für einen eine reine Spaßsache ist, dass man einfach nur traden möchte für den Nervenkitzel oder wenn man vielleicht einfach Spaß dran hat oder ob man natürlich möglichst auch Geld damit verdienen möchte. Und wenn man das möchte und man merkt, das hat die letzten Jahre nicht gut funktioniert, dann sollte man natürlich sein Trading entsprechend anpassen und überlegen, wie man eben ja das Ganze etwas profitabler aufstellen kann. Ich schaue jetzt gerade mal, bevor wir gleich auf die Position gucken, ob hier schon Fragen reingekommen sind. Eine Sekunde. So. Also, jetzt kommt gerade schon mal die erste Frage. Hallo Ingmar, erstmals vielen Dank für deinen super Service im Trading Depot. Eine Frage hätte ich. Was passiert mit dem Service, wenn du einmal verhindert sein solltest? Urlaub, Krankheit, was niemand hofft. Ja, also wenn ich im Urlaub sein werde, ich habe natürlich immer einen Blick auch auf die Märkte. Das ist der erste Punkt. Und gerade bei einem Depot, wie das jetzt hier das Trading Depot ist, da geht es ja um mittelfristige Trades. Da reicht es auch, wenn man einmal am Tag drauf guckt, ob man hier Positionen eventuell schließen muss oder ob es neue potenzielle Kandidaten gibt, die man ins Depot kaufen kann. Anders ist das, ich habe ja auch ein Daytrading Depot, da muss ich natürlich dann entsprechend pausieren. Ansonsten, und das habe ich teilweise in der Vergangenheit gemacht, dass ich meine Urlaube dann auch so verbracht habe, dass ich trotzdem noch sehr aktiv getradet habe, ist dann natürlich der Urlaub nicht gerade sehr hilfreich, muss man sagen, weil man dann natürlich viel Zeit mit dem Trading beschäftigt ist. Aber da braucht man keine Sorgen haben. Ich werde natürlich auf die Position achten, schauen, wenn es dort etwas zu tun gibt, dann werde ich das machen. Aber gerade eben bei mittelfristigen Positionen ist es nicht ganz so akut wie jetzt natürlich im Daytrading. Wenn ich krank sein sollte, dann ist es eigentlich genau dasselbe. War ich jetzt auch schon lange nicht mehr, aber wenn es jetzt normale Erkältung ist oder was auch immer, dann kann man ja trotzdem die Depots sich natürlich anschauen. Und wenn es etwas schwieriger oder schlimmeres sein sollte, was natürlich ich natürlich auch nicht hoffe, Kopf jetzt direkt mal auf Holz, dann werde ich natürlich auch gewisse Vertretungen haben. Ich kenne ja viele Trader-Kollegen auch, die ähnlich vorgehen wie ich. Und dann werde ich natürlich schon dafür sorgen, dass hier entsprechend das Ganze weiter vonstatten gehen kann. Ja, das Webinar, kommt gerade die nächste Frage. Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet, sollte dann auch auf dem Finanzen.net YouTube-Kanal hochgeladen werden und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Analyse, mit den aktuellen Positionen und vielleicht direkt zum Anfang. Mir ist eine Sache sehr, sehr wichtig, weil ich zuletzt mal darauf hingewiesen wurde und ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal schon mal kurz angedeutet, aber das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz vertiefen. Wenn man jetzt hier in das Depot geht, da sieht man, das Depot wurde letztes Jahr im Dezember gestartet und steht aktuell bei ca. 16% und das in diesem Marktumfeld meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Performance ist. Seit Jahresanfang stehen wir hier bei 12,8%. Es gibt jetzt verschiedene Dinge, die wichtig sind. Investiertes Kapital sind von den 100.000 nur in Anführungsstrichen 17.500 Euro in etwa. Also die Investitionsquote ist relativ gering. Heißt also, wenn ich die Investitionsquote bei 100% gehabt hätte, dann wäre die Performance natürlich deutlich höher. Also alleine das muss man natürlich schon, wenn man einen Vergleich anstellt mit anderen Depots, die meistens auch gerade in der aktuellen Phase schlechter wahrscheinlich performt haben, aber auch mit einem Index oder, da muss man natürlich darauf achten, dass mein investiertes Kapital sehr, sehr gering ist. Die Position, das seht ihr ja auch, die sind in der Regel so zwischen 1.000 und 2.000 Euro, vielleicht auch mal 2.500 Euro groß, also zwischen 1 bis 2,5 oder 3% vom Gesamtkapital. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und der ist mir eigentlich noch wichtiger, mir geht es nie darum, ich kann auch nicht mal sagen eigentlich, es geht mir wirklich nie darum, hier einfach nur etwas zu verkaufen. Also, wenn man sich jetzt das Depot anguckt, schaut euch das mal an. Da seht ihr, von den aktuell laufenden Positionen sind alle bis auf diese eine aktuelle Minus. Und die eine ist auch nur knapp im Plus. Also eigentlich kann man sagen, alle Positionen sind gerade im Minus. Manche etwas mehr, manche etwas weniger. Wenn ich jetzt nur euch zeigen wollen würde, was ich für ein toller Hecht bin und dass ich nur versuche, hier Kunden davon zu begeistern, meinen Trading-Dienst, obwohl er ja kostenlos ist, aber meinen Trading-Dienst zu abonnieren. Und das ist etwas, was ärgert mich, weil das machen auch kostenpflichtige Trading-Dienste. Was würde ich dann machen? Dann würde ich alle Minuspositionen nach kurzer Zeit rausschmeißen. Also jede Position, die 10-15% ins Minus läuft, würde ich raushauen und nur die Positionen, die im Plus sind, würde ich laufen lassen.
dann könnte ich euch immer ein sehr, sehr schönes grünes Depot aufzeigen und könnte sagen, guck mal hier, wie toll das aussieht. Von den 10 Positionen sind aktuell 8 im Plus und nur die 2 sind im Minus mit minus 5%. Aber, und das ist das Wichtige, mir geht es nicht darum, hier aufzuzeigen, wie toll alles ist und wie einfach vermeintlich alles sein soll, sondern es geht darum, dass man ein Depot managt und versucht, eine positive Rendite zu erzielen. Denn, und das ist das, was ich bei vielen Börsendiensten auch sehe, die das eben so machen, eben nur um diesen Service zu verkaufen, die Performance ist grottenschlecht, also die Gesamtperformance. Es sieht aber vom Depot her immer super toll aus. Und jeder, der neu abonnieren möchte oder schon abonniert hat, schaut jetzt erstmal das Depot an und sagt, wow, das scheint ja wirklich jemand zu sein, der hat die Glaskugel gefunden, denn das Depot ist ja super schön grün. Kurze Zeit später merken dann aber, naja, wie das Ganze funktioniert. Alle Minus-Trades fliegen raus und nur die, die im Plus sind, bleiben liegen. Und das sieht toll aus, aber die Gesamtperformance ist dementsprechend in der Regel und zumindest bei denen, die ich sehe, sehr, sehr schlecht. Aber man sieht ja, dass die Gesamtperformance seit Jahresanfang bei 12,8% liegt. Und das ist ja inkludiert der aktuell laufenden Position. Und das ist immer ganz wichtig, denn ich bin demütig genug nach so vielen Jahren, dass ich weiß, ich werde es vom Timing so gut wie nie hinbekommen, dass ich in den Markt einsteige und kurz danach läuft der Markt sofort in meine Richtung. Wir hatten das beim letzten Mal interessanterweise bei dem britischen Pfund gegenüber US-Dollar. Da habe ich einen Nachkauf getätigt und dieser Nachkauf ist relativ schnell in den Gewinn gelaufen und dann habe ich die Position auch wieder geschlossen. Aber in der Regel ist es so, wenn ich wahrscheinlich 1000 Trades mache, bei wie vielen, machen wir es mal einfacher, bei 100 Trades, bei wie vielen wird das Timing sehr, sehr gut sein? Vielleicht bei 10, 15, 20 Trades. Und bei 80 wird es wahrscheinlich sehr, sehr schlecht sein. Was heißt sehr, sehr schlecht? Es wird schlechter sein. Die Position läuft auch mal gegen einen. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, den muss man irgendwann mal verstanden haben, weil viele denken, die gehen in eine Position rein und der Markt muss direkt danach in seine Richtung laufen oder in ihre Richtung laufen. Und da finde ich immer, dass es auch eine gewisse Arroganz schon fast mitbringt. Warum sollte der Markt, genau wenn ich einsteige, dann in meine Richtung laufen? Davon gehe ich zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ich rechne immer damit, dass der Markt zunächst einmal gegen mich läuft und ich dementsprechend auch die Position etwas halten muss. Deshalb ist es für mich elementar wichtig, den Hebel klein zu wählen, den Einsatz klein zu halten und auch manchmal Produkte auszusuchen, wo das Timing nicht ganz so wichtig ist. Also gerade bei Discount-Optionsscheinen, da profitiere ich auch davon, wenn ein Markt zunächst noch mal seitwärts läuft. Bei Knockout-Produkten, wenn das Open-End-Produkte sind, dann habe ich ja jeden Tag Finanzierungskosten, die anfallen, die ich tragen muss. Das ist klar, da habe ich dann Kosten. Aber zum Beispiel bei Discount-Optionsscheinen, da ist es dann eben auch ein positiver Faktor, wenn ein Basiswert noch entsprechend eine gewisse Zeit lang seitwärts läuft. Deshalb lasst euch nicht davon beirren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieses Depot schaut, denkt da nicht, was ist denn das für ein Käse? Das funktioniert ja alles nicht. Schaut vor allem, wie ist die Performance gelaufen seit Jahresanfang? Wie gesagt, es ist alles inkludiert von den laufenden Positionen auch. Und ich mache es eben so, wenn dann eben die Trades anlaufen, dass ich eben auch mal bei 10-20% plus die Position rausnehme. Auf der anderen Seite lasse ich aber auch Positionen laufen, die halt mal 35% im Minus sind. Warum auch nicht, wenn ich davon ausgehe, dass die Position noch im Plus geschlossen werden könnte. Weil ich ja aufgrund der Vorfilterung sehe, die Short-Seite zum Beispiel jetzt hier bei US-Dollar gegen japanischen Yen ist weiterhin interessant. Warum soll ich die Position dann schließen? Eher werde ich es wahrscheinlich so noch machen, dass ich dann nochmal hier eine Position nachkaufe, wie ich es zum Beispiel zuletzt auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar gemacht habe. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Baumwolle. Da waren wir auch schon deutlich weiter im Minus mit der Position. Aber Baumwolle kam jetzt gerade in den letzten Handelstagen wieder etwas zurück. Heute gab es hier einen leichten Anstieg, aber tendenziell kam jetzt mal diese Abwärtsbewegung. Und dann halte ich natürlich auch an dieser Position fest und schließe die nicht, nur weil hier einfach jetzt ein Minuszeichen steht. Und ich habe das auch mitbekommen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich war in Dresden beim Börsentag und auf der Invest. Und da habe ich gehört, teilweise, dass dann gesagt wurde, ja, oh, das sieht aber nicht so gut aus mit dem Depot oder sonstiges. Also, damit ihr Bescheid wisst, es geht mir immer um die Gesamtperformance und nicht darum, ob hier einzelne Trades zwischenzeitlich mal Minus sind oder ein Plus sind. Und ich glaube, das hat ja zuletzt jemand hier auch im Webinar bestätigt, dass alle Positionen, die ich bis jetzt geschlossen habe, seit Dezember, alle im Plus geschlossen wurden. Ich hatte ja zuletzt noch gesagt, ich glaube, es müsste so bei 90-95% sein. Aber da hat ja auch ein Teilnehmer geschrieben, nee, es sind wirklich 100%. Er hat das auch nochmal kontrolliert. Und alle Positionen seit dem letzten Webinar wurden auch im Plus geschlossen. Also da sieht man von der Trefferquote, das ist natürlich auch sensationell gut gelaufen. Es wird auch andere Phasen geben, das sei dazu gesagt. Das kann sein, dass auf einmal auch mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Positionen hintereinander im Minus rausfliegen.
auch es eventuell mal Knockout gibt. Aber genau aus diesem Grund regeln wir das über die Positionsgröße. Wenn ich hier in einen Schein, nehmen wir mal zum Beispiel hier diesen jetzt Mini-Short auf US-Dollar gegen japanischen Yen, da habe ich 1.000 Euro investiert, also 1% vom Depotvolumen, beziehungsweise ja sogar noch weniger, weil das Depotvolumen ja noch gestiegen ist, aber vom Anfangsstartkapital. Wenn die Position ausnockt, dann habe ich 1% verloren. Ja, also nur ein ganz, ganz kleiner, geringer Teil. Ich könnte natürlich die Positionsgrößen erhöhen, würde dann einen Stop setzen, der zum Beispiel auch bei 1% vom Startkapital liegt. Aber dann gebe ich dem Markt auch weniger Platz, sich zu entfalten. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass man auch die Positionsgrößen auf sein Konto natürlich anpasst, wenn man zumindest das Ganze mitmachen möchte. Mir ist aber auch bewusst, und das kenne ich ja auch aus der Vergangenheit, gerade als ich jünger war, da waren meine Konten ja auch nicht so groß, wie die das heute sind. Und natürlich ist mir bewusst, dass man teilweise dann auch etwas höhere Risiken eingeht, weil es sich ansonsten vielleicht gar nicht lohnt, eine Position aufzubauen. Vor allem, wenn man vielleicht noch Transaktionsgebühren bezahlen muss oder sonstiges, dann machen die Positionen ansonsten vielleicht teilweise keinen Sinn, weiß ich. Deshalb muss man auch teilweise bei kleineren Konten etwas höhere Risiken eingehen, aber sie sollten nicht komplett unkalkuliert sein, dass man dann mit 10-20% in einen Trade geht, sondern achtet darauf natürlich, dass das alles in einem gewissen Verhältnis ist. Und der wichtige Punkt noch, rechnet immer mit dem Worst Case, dass eine Position ausnockt, dass sie eben rausfliegt aus dem Depot und man hat einen Totalverlust. Viele machen halt den Fehler, dass sie dann denken, okay, wie viel kann ich denn mit dem Trade gewinnen, wenn der aufgeht? Aber ich denke, es ist deutlich besser, immer mit dem Worst Case zu rechnen, was passiert, wenn die Position eben nicht aufgeht, wenn die ausnockt, denn dann hält man auch das Risiko deutlich besser unter Kontrolle. Jetzt hattet ihr gesehen, damit wir mal in die Analysen einsteigen, ich habe aktuell sehr viele Positionen auf den DAX laufen. Das ist einmal ein Discount Put, hier dieser, noch ein Discount Put, dann einen klassischen Knockout auf den DAX, ein Short, noch ein Discount-Put auf den DAX. Also, ihr seht, ich bin sehr shortlastig unterwegs. Und auch dieser hier ist auch noch ein Discount-Put auf den DAX. Die sind natürlich von der Ausstattung teilweise unterschiedlich. Das muss klar sein, teilweise von den Laufzeiten unterschiedlich. Aber warum handle ich aktuell noch die Short-Seite? Das hatte ich beim letzten Mal im Webinar schon gesagt. Ich nutze die aktuellen Erholungen immer wieder dazu, neue Short-Positionen aufzubauen. Warum? Zum einen, zunächst einmal aus der Charttechnik heraus, sehen wir, dass wir hier eine massive Widerstandszone haben zwischen ungefähr 14.800. Ich versuche mal gerade hier die Farbe noch anzupassen, damit ihr es besser seht. Ich mache es mal rot und fett. So, zwischen 14.800 und 15.000 Punkten haben wir eine massive Widerstandszone. So. Guckt mal, wie das hier in der Vergangenheit war. Da ist der Markt, hier der DAX, als wir einmal drüber gestiegen sind, immer wieder in diese Region abgetaucht. Das war hier der Fall, hier war es der Fall, hier war es der Fall, hier, hier, hier. Irgendwann ist dann diese Marke von 14.800 nach unten durchbrochen worden und viele andere und ich auch sind davon ausgegangen, dass es dann einen schnellen, massiven Abverkauf geben wird. Der Grund, warum es passiert ist, ist natürlich dramatisch und man hätte sich wahrscheinlich lieber gewünscht, natürlich, dass das nicht passiert, der Ausbruch des Krieges und wir eher, keine Ahnung, mit den Short-Produkten dann komplett auf der falschen Seite unterwegs sind. Aber zumindest, wenn man das jetzt nur charttechnisch sich anschaut, und das ist ja das, wir wollen ja nur uns die Finanzmärkte angucken und nicht über politische Themen reden, da muss man sagen, war es relativ klar auch, wenn die Marke gebrochen wird, dass viele unterhalb von 14.800 ihre Stop-Orders liegen haben oder sogar eventuell Kauforders für entsprechende Short-Produkte. Dann gab es diesen deutlichen Abverkauf bis unter 12.500 Punkte, dann diesen Rebound genau in diese Widerstandszone rein. Wir sind knapp über 14.900 Punkte wieder angestiegen und von dort ging es dann entsprechend wieder abwärts. Solange wir unterhalb dieser Widerstandszone notieren, nutze ich weiterhin immer wieder die Erholungen, um neue Short-Positionen aufzubauen. Für den mittelfristigen Bereich übrigens. Im Daytrading, da handle ich in Handelssystemen, das ist ein ganz anderes Thema. Im mittelfristigen Bereich, da ist diese Widerstandszone für mich absolut maßgeblich. Und solange wir darunter notieren, werden die Erholungen geschortet. Sollten wir darüber ansteigen, über 15.000 Punkte, dann werde ich die Short-Position sehr wahrscheinlich, das muss man gucken, wie sich der Markt dann verhält, aber da kann es sehr gut sein, dass ich die Short-Seite abbauen werde und werde eventuell auch auf die Long-Seite wechseln. Ist aber aktuell nicht der Fall. Wir notieren deutlich momentan noch unter der 15.000-Punkte-Marke, ungefähr 500 Punkte. Und wir haben hier noch einen Widerstandsbereich oder einen Widerstand bei 14.600 Punkten. Da sind wir jetzt auch
die letzten Tage dran gelaufen und dort genau wieder nach unten abgeprallt. Da sieht man, das ist so ein kleiner Widerstand und der blockt den DAX auch schon nach oben. Also, wir haben diese Marke 14.8 bis 15.000 als zentralen Widerstandsbereich plus wir haben die 14.600, die rein charttechnisch schon mal anzeigen, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Dann aber, warum handle ich auch die Short-Seite? Weil eben verschiedene Vorfilter mir anzeigen, dass es bis Ende September, Anfang Oktober eine deutliche Korrektur geben könnte. Und zwar zunächst einmal schauen wir uns vielleicht mal den Vierjahreswahlzyklus an. Der Vierjahreswahlzyklus, das ist der US-Wahlzyklus übrigens, der umgemünzt auf den DAX. Und da sind wir dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr, also einem Midterm-Year. Und diese Zwischenwahljahre, die neigen dazu, dass es ab Mitte, Ende April eine deutliche Korrektur bis Anfang Oktober geben kann. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit in diesen Zwischenwahljahren erhöht, dass wir eine Korrektur sehen werden, die sich prinzipiell bis Anfang Oktober ziehen kann. Deshalb seht ihr auch, wenn ihr bei der Produktauswahl euch mal dann das Ganze anschaut bei den Discount Puts, dass ich tendenziell die Laufzeit Dezember 2022 gewählt habe, damit ich möglichst eine Abwärtsbewegung, die folgen könnte, dass ich die entsprechend ausnutzen kann. Also alleine diese Zyklik zeigt mir schon mal an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Dann haben wir den Dekadenzyklus für den Dow Jones. Da sieht man hier, das sind die von 1897 bis 2020, der Durchschnitt, wie die einzelnen Jahre gelaufen sind, abhängig davon, ob sie mit einer 0 enden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder mit einer 9. Wir sind dieses Jahr in einem Zweierjahr, wir haben das Jahr 2022 und auch diese Zweierjahre neigen dazu, dass es bis ungefähr in den Herbst hinein eine Korrektur geben könnte. Ja, sieht man hier anhand dieses Charts. Jetzt ist das Interessante, wenn man auf die klassische Saisonalität schaut. Die klassische Saisonalität, die zeigt bis Mitte Juli eigentlich aufwärts. Aber interessanterweise, die klassische Saisonalität dann auch bis Ende September, Anfang Oktober wiederum abwärts. Heißt also, aufgrund des Vierjahreswahlzykluses, aufgrund des Dekadenzykluses und aufgrund der klassischen Saisonalität ist davon auszugehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass wir Ende September, Anfang Oktober niedriger notieren im DAX, als wir das aktuell tun. Und genau aus diesem Grund nutze ich eben die Erholungen, um neue Short-Positionen aufzubauen. Aber ich hatte es ja schon anfangs gesagt, es geht nicht nur darum, sich diese Vorfilter anzugucken und dann einfach nur danach zu handeln, sondern auch die Charttechnik zeigt mir entsprechend an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist, solange wir unter der Marke von 15.000 Punkten notieren. Weil das ist eben diese zentrale Stelle, von der ich jetzt eben schon länger gesprochen habe. Solange wir darunter notieren, ist für mich der Markt auf der Short-Seite zu handeln. Und ich kann auch da immer nur wieder dazu raten, sich ein bisschen loszukoppeln, wenn man jetzt in verschiedenen Foren unterwegs ist oder wo auch immer und lässt sich eventuell davon verleiten, wenn dann eben Personen sagen, naja, jetzt geht es ja doch aufwärts, jetzt ist die letzten Tage gestiegen, vielleicht steigt der Markt jetzt doch auf ein neues Allzeithoch. Kann alles passieren. Es kann sein, dass wir auf ein neues Allzeithoch in Kürze steigen, dann war meine Analyse falsch. Aber es geht ja darum, Wahrscheinlichkeiten zu handeln. Und es geht vor allem nicht darum, die letzten Handelstage immer zu hoch zu interpretieren. Als ich in Dresden war auf dem Börsentag und auf der Invest, da waren die Tage davor, ist der Markt relativ stark zurückgekommen. Wie war das Sentiment? Das Sentiment war eine Katastrophe. Alle haben zu mir gesagt, der Markt wird einbrechen. Und genau dann habe ich gesagt, naja, das kann eher kurzfristig mal dazu führen, dass es eine Gegenerholung gibt, weil alle waren viel zu pessimistisch. Jetzt, nachdem der Markt wieder gestiegen ist, werden auf einmal wieder alle sehr bullig und denken, jetzt müsste der Markt auf ein neues Allzeithoch steigen. Und genau aus diesem Grund nutze ich die Vorfilterungen, die mir möglichst objektiv anzeigen sollen, ob eben die Long-Seite oder die Short-Seite interessant ist. Und wir haben es jetzt gesehen, aufgrund dieser Zyklen ist die Short-Seite zu favorisieren. Und solange wir diesen Widerstandsbereich nicht nach oben durchbrechen, bleibe ich auf der Short-Seite aktiv. Und wir können uns jetzt mal ein Beispiel hier von den Discount Puts, ich möchte jetzt nicht alle einzeln durchkauen, aber wir können uns zumindest mal einen Discount Put angucken, der relativ konservativ ist. Jetzt ist der genau hier kein Briefkurs mehr, aber dann nehmen wir einfach einen anderen. Warum? Und dann werdet ihr sehen, warum ich diesen dann entsprechend gewählt habe. Also, wir haben jetzt dieses Produkt hier, das hat so
Na, das ist hier ist was falsch mit den Daten, sehe ich gerade, warum auch immer. Hier steht jetzt, dass hier kein Cap ist, obwohl das hier steht, Capped OS. Also, hier stimmt was mit den Daten nicht. Eine Sekunde. Muss ich auch direkt mal weitergeben dann. Also, ihr seht aber, wir haben hier einen Strike von 16.500 Punkten, also ein Basispreis bei 16.500 und der Cap bzw. der Floor bei diesem Produkt liegt bei 16.000. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Produkt kann maximal 5 Euro wert sein am Ende der Laufzeit. 16.500 minus 16.000 sind 500 Punkte mal 0,01, also 5 Euro maximaler Auszahlungsbetrag, wenn wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 16.000 Punkten notieren. Und wir notieren ja aktuell weit unter 16.000 Punkten. Das Produkt hat einen Bewertungstag, 16.12.2022. Also ihr seht schon die Laufzeit, wie ich eben schon gesagt habe, extra so gewählt, dass man natürlich möglichst diese Abschwächung bis Ende September, Anfang Oktober mitnimmt, aber auch relativ konservativ gewählt noch dieses Produkt. Es sei natürlich gesagt, es ist ein spekulatives Vehikel, was wir hier einsetzen, aber wir haben immerhin einen Puffer bis 16.000 Punkte. Und wenn der Markt jetzt seitwärts läuft oder fällt oder sogar, ja, sagen wir mal, 1.500 Punkte ansteigt, solange wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 16.000 Punkten notieren, bekomme ich eben 5 Euro ausgezahlt. Und aktuell notiert das Produkt bei 4,02 Euro. Also wir können eine Maximalrendite erzielen, die sehr attraktiv ist natürlich. Und die Seitwärtsrendite PA, ich schaue gerade mal auf der anderen Seite, ist bei 42%. Da sieht man, klar, es ist ein spekulatives Produkt, aber ja, hat auch noch natürlich einen entsprechend großen Puffer und so wähle ich eben die Produkte aus. Und dazu sei dann eben auch nochmal zu der Frage zurückzukommen wegen Urlaub und so weiter. Da sieht man, ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn ich mal eine Woche weg bin, dass der Markt dann 1.500, 2.000 Punkte in der Zwischenzeit steigt. Kann natürlich alles passieren, aber das würde ich natürlich dann noch mitbekommen und dementsprechend eingreifen und Positionen verkaufen, wenn wir über diesen Widerstandsbereich von 15.000 Punkten ansteigen werden. Wenn wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 16.500 notieren, dann ist es wie bei einem klassischen Optionsschein und verfällt der wertlos und zwischen Basispreis und Cap wird dann im Endeffekt die Differenz ausgezahlt mal dem Bezugsverhältnis. Also, ihr habt das jetzt gesehen, so werden die Produkte ausgewählt und dementsprechend habe ich ja eben schon gesagt, es laufen hier einige Discount Puts aktuell auf der Short-Seite und wenn der Markt jetzt nochmal etwas zurücksetzt, dann werde ich natürlich auch wieder Positionen abbauen. Das ist ohnehin etwas, was ich aktuell beim DAX immer wieder mache. Wenn es Erholungen gibt, kaufe ich neue Short-Positionen. Wenn der Markt dann in meine Richtung läuft, 100, 200, 300 Punkte, dann veräußere ich wieder Positionen und baue wieder neue Short-Positionen auf, wenn der Markt sich wiederholt hat. Also ich versuche das schon relativ aktiv zu traden. Aber um das vielleicht auch noch abschließend zu sagen zum DAX, ich gehe schon davon aus, dass wir nochmal deutlichere Kurse, niedrigere Kurse sehen werden. Zunächst einmal die 14.000, dann die 13.500 und dann 13.000 und 12.500 sind ja auf jeden Fall noch nicht vom Tisch von meiner Seite aus und dementsprechend handle ich natürlich auch entsprechend in diese Richtung. So, hallo Ingmar, muss man für die Vorfilter etwas bezahlen oder bekommt man sie kostenlos? Also, es gibt genügend kostenlose Seiten, die man sich mal anschauen kann. Seasonalcharts.com ist zum Beispiel eine von denen. Also Seasonalcharts.com ist eine kostenlose Webseite, wo man das Ganze angucken kann. Und dann, wenn ich auf die COT-Daten zu sprechen komme, dann nutze ich oft die Webseite sentimenttrader.com. Nutze ich aber auch nur, weil es dort das Sentiment gibt, was mich natürlich auch interessiert und ist eine kostenpflichtige Webseite. Ansonsten wird man auch die COT-Daten zum Beispiel auch kostenlos im Internet bekommen. Und dann, ob man nur für das Sentiment jetzt ein Abo abschließen muss, wie ich das zum Beispiel mache, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber ansonsten die COT-Daten und auch saisonale Charts und so weiter, die findet man alle mittlerweile kostenlos. So. So, jetzt kam, ich gucke gerade noch mal kurz hier die Fragen durch. Jetzt kam die Frage von Lutz. Hallo Ingmar, vielen Dank für dein tolles Trading-Depot-Seminar. Frage, wie hoch ist die Schätzungsweise der Investitionsquote? Also, das könnt ihr hier sehen, hatte ich ja eben schon aufgezeigt. Investitionsquote findet ihr immer hier. Investiertes Kapital aktuell, wie es da aussieht. Und so um den Dreh wird es wahrscheinlich auch
immer sein. Ich möchte nicht zu viele Positionen aufbauen. Es kann schon je nach Chance jetzt sein, dass ich noch ein, zwei, drei Positionen aufmache. Aber ich werde dann schon auch schauen, dass ich dann wieder Positionen abbaue, sobald der Markt in meine Richtung läuft, weil sonst das Risiko zu groß werden würde. So. Ja, vielen Dank. Hier kam auch noch eine Bestätigung, dass wirklich 100% der Trades aktuell im Plus geschlossen wurden. Ja, also hier kam halt eben jetzt die Frage, ich finde Zertifikate sehr umständlich. Bei CFDs kann ich zum Beispiel den Stop-Loss, den Take-Profit anhand der Kurswerte angeben. Wie geht man am besten vor, wenn man den Stop-Loss, Take-Profit bei Zertifikaten berechnen möchte? Also, das ist ja relativ easy. Bei Discount-Optionsscheinen und bei Optionsscheinen allgemein, da ist es etwas komplexer, weil die Volatilität einen Faktor hat. Dann die Restlaufzeit hat einen Faktor. Aber bei Knockouts ist es relativ einfach, gerade wenn man jetzt sich den DAX anguckt. Da kann man sagen, bei den DAX-Knockout-Produkten, da ist ja das Bezugsverhältnis in der Regel 0,01. Also bedeutet das, ein DAX-Punkt ist ein Cent im Schein. Also wenn man jetzt sagt, man möchte einen Take-Profit setzen, 100 Punkte im DAX, dann sind das eben entsprechend ungefähr 1 Euro. Man sollte mit etwas Puffer immer arbeiten, weil die Produkte teilweise auch ein Aufgeld haben oder aber auch, weil wir Finanzierungskosten über Nacht bezahlen. Das muss man eben entsprechend hier mit einkalkulieren. Aber ich möchte auch noch mal da ein bisschen sensibilisieren. Aufgrund der Steuerproblematik, die wir haben, ist natürlich Zertifikate aktuell eigentlich zu bevorzugen gegenüber CFDs. Handel ich auch, ne? Übrigens möchte ich dazu sagen, aber wenn man das jetzt nicht über eine Firma laufen lässt, über eine GmbH zum Beispiel, dann sollte man sich auf jeden Fall mit der Steuerproblematik auseinandersetzen, weil ich glaube, da gab es schon das ein oder andere böse Erwachen, dass man gemerkt hat, dass die Verluste auf einmal nicht mehr komplett angerechnet werden konnten. Also passt da auf jeden Fall auf und erkundigt euch, ob ihr dann wirklich das Ganze mit CFDs umsetzen möchtet. Kommt natürlich auch sehr auf das Depot an und ich bin ja auch kein Steuerberater, deshalb guckt euch das selber im Nachgang des Webinars auch nochmal in Ruhe an. Hallo Ingmar, keine Ahnung, ob das jetzt hier hingehört. Würdest du auch über einen Long Trade in den S&P 500 sprechen? Also fragt der Felix. Also prinzipiell natürlich, wenn ich jetzt denken würde, die Märkte werden ansteigen, dann kann es auch gut sein, dass ich mal im S&P 500 oder im Nasdaq oder eben im Dow Jones eine Long-Position eröffne. Aber das hatte ich eben aufgezeigt. Aufgrund der verschiedenen Vorfilterungen gehe ich aktuell noch von schwächeren Kursen aus. Deshalb kaufe ich aktuell da keine Long-Position. Ich kann das ja auch mal zeigen hier bei den Zyklen, nochmal den Vierjahreswahlzyklus, auch zum Beispiel für den Dow Jones, damit man sieht, dass das für den US-Markt natürlich sehr ähnlich aussieht. Würde ja auch wundern, wenn jetzt der DAX angezeigt wird, dass er fällt und alle anderen Märkte würden steigen. Also aufgrund der Tatsache, dass wir uns natürlich auch an die US-Börsen halten. Man sieht schon, Dow Jones auch ab Mitte April soll es bis Ende September eher fallende Notierungen geben. Deshalb denke ich momentan da auch nicht über eine entsprechende Long-Strategie nach. Habe aber einzelne Aktien mal, wo ich sage, das könnte interessant sein, um dann auch wieder aufs Depot zu kommen. Zum Beispiel habe ich ja mal ein Discount-Zertifikat auf Netflix gekauft, aber das lag vor allem auch daran, die Netflix-Aktie ist ja massiv abgestraft worden, die kam deutlich unter die Räder. Und dann habe ich eben gesehen, dass hier ein Unterstützungsniveau erreicht wurde und diese Discount-Zertifikate, die hatten dann eben einen großen Preisabschlag aufgrund der erhöhten Schwankungsbreite. Und dann hat es eben Sinn gemacht, aus meiner Perspektive ein Discount-Zertifikat mal zu kaufen, weil man damit dann eben eine entsprechend attraktive Seitwärtsrendite erzielen kann, aufgrund eben dieser gestiegenen Volatilität. So. So, dann schauen wir weiter. DAX haben wir jetzt schon besprochen. Und ja, wie groß ist denn die Grenze bei CFDs? Schreibt der Bernhard, ich glaube, es sieht ja bei 25.000 Euro. Also das sollte man sich auf jeden Fall dann im Nachgang, wie gesagt, nochmal in Ruhe angucken. So, dann kommen wir zur Baumwolle. Warum wurde die Position eröffnet? Ich bin da ja weiterhin auf der Short-Seite unterwegs. Habe eben schon gesagt, zunächst einmal lief der Trade deutlich gegen mich, kommt jetzt aber etwas zumindest in meine Richtung. Und wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Vorfilter ansehen, dann wird man verstehen, warum ich genau so vorgehe. Also, Sentiment, habe ich ja schon gesagt, ist für mich ein klarer Kontraindikator. Nachdem eben der Baumwollpreis deutlich angestiegen ist, waren die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig. Und jetzt sei direkt auch als Hinweis gegeben, es ist kein perfektes Timing-Instrument. Manchmal ja, zum Beispiel hier 2018, da waren die Marktteilnehmer extrem bullig, gingen davon aus, es müsste weiter steigen und kurz danach gab es einen deutlichen Abverkauf. Dann hier Anfang 2020, Marktteilnehmer extrem bearish,
ging davon aus, müsste weiter fallen. Danach Gegenbewegung, es ging massiv aufwärts. Aber es gibt auch Phasen wie hier 2021, 2022. Da waren die Marktteilnehmer jetzt schon über einen längeren Zeitraum sehr, sehr bullig. Und es ist zunächst einmal weiter angestiegen. Aber es ist ja auch nur ein Vorfilter von vielen. Und dieser Vorfilter zeigt mir zumindest schon mal an, weil die Marktteilnehmer so extrem bullig waren, dass wir uns eher auf die Short-Seite stellen sollten. Punkt 1, also Sentiment Short. Punkt 2, COT-Daten, Commitments of Traders Report aus den USA. Und da sehen wir oben in schwarz wird abgetragen den Baumwollpreis und unten in blau, das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Wir wollen das gar nicht zu groß jetzt ausführen, aber die Commercials, das sind eben die großen Marktteilnehmer, die sich am Kapitalmarkt oder am Futures-Markt absichern. Das sind große Produzenten und große Abnehmer eines Rohstoffes. Also bei Baumwolle diejenigen, die sehr große Plantagen haben, die sichern sich dann teilweise ab, wenn der Markt sehr stark gestiegen ist. Dann sagen die, okay, ich verkaufe jetzt schon mal auf Ziel für den September-Future zum Beispiel, verkaufe ich schon mal einige Positionen. Und wenn der Baumwollpreis sehr stark gefallen ist, dann gibt es viele Abnehmer, die das Ganze dann einkaufen, die sagen, okay, das ist ja super, jetzt ist der Preis gerade niedrig, jetzt kaufe ich schon mal für im September-Future ein paar Kontrakte, damit mir dann entsprechend im September der Baum oder Baumwolle dann geliefert wird. Und das ist die Netto-Positionierung dieser beiden großen Händlergruppen, der großen Produzenten und der großen Abnehmer. Und da sehen wir eben, vor allem wenn die Extrempositionierungen einnehmen, dass oftmals der Markt darauf reagiert. Also hier als 2017, als die Commercials deutlich netto short positioniert waren, da ist der Markt noch ein bisschen gestiegen. Danach gab es eine kleine Abwärtsbewegung. 2018, hier waren wir auf einem Extremniveau. Was danach passiert? Danach ist der Markt deutlich runtergekommen. Und jetzt zuletzt sind wir auch wieder auf dieses Extremniveau gefallen bei den Netto-Positionierungen, beziehungsweise wir sind auf ein deutliches Netto-Short-Positionierungsniveau angestiegen, weil die Commercials insgesamt deutlich Netto-Short positioniert waren. Und das zeigt auch an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Also, jetzt haben wir neben den COT-Daten schon eben gesehen, auch das Sentiment als Kontraindikator zeigt an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Und jetzt schauen wir als drittes noch auf die Saisonalität. Und auch die Saisonalität zeigt beim Baumwollpreis bis in den November ganz klar abwärts. Also die drei hier aufgezeigten Vorfilter, und ich nutze ja noch weitere, aber diese drei Vorfilter zeigen zumindest an, die Wahrscheinlichkeit, dass der Baumwollpreis etwas zurücksetzen sollte, ist erhöht. Und genau aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Short-Position eröffnet. Sieht man auch hier, heute ist Baumwolle wieder etwas deutlicher angestiegen. Aber zumindest übergeordnet, nach dem starken Anstieg hier, den wir sehen, gab es jetzt mal einen kleineren Rücksetzer. Und ich spekuliere darauf, dass wir hier in dieser Region 130 bis 132 im Future, da haben wir eine Unterstützungszone, dass wir in diesem Bereich nochmal zurückfallen werden. Und genau aus diesem Grund halte ich auch an der Short-Position fest. Vor allem sehen wir jetzt hier auch so einen kurzfristigen Abwärtstrend. Also gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, die Short-Position aufzulösen. Sollte sogar der Markt weiter ansteigen, überlege ich sogar noch eine weitere Short-Position zu öffnen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Die Position ist ja auch nur in Anführungsstrichen 10% aktuelle Minus in etwa. Also halte ich an dieser Short-Positionierung fest. Und jetzt habt ihr mal gesehen, warum ich hier diese entsprechende Position aufgebaut habe. Beim britischen Pfund gegenüber US-Dollar, da hatte ich ja eben schon gesagt, da hatten wir noch mal eine zweite Tranche eröffnet in einer anderen WKN. Die habe ich dann auch geschlossen, war, glaube ich, ca. 10% im Plus. Und auch da können wir uns mal gemeinsam die Positionierung der Commercials angucken und auch, wie es saisonal aussieht und auch von dem Sentiment her. Also man sieht schon COT-Daten, die Commercials sind deutlich netto long positioniert. Also das zeigt schon an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Dann das Sentiment war zuletzt sehr negativ. Jetzt sehe ich gerade bei der Teilnehmeransicht, dass das ein bisschen dauert immer, bis es rüberspringt. Da war ich jetzt gerade eben etwas zu schnell dann mit dem Wechsel von dem, eine Sekunde, das dauert ja schon extrem lange, sehe ich gerade, bis das hier übertragen wird. Das ist jetzt etwas blöd. Vielleicht könnt ihr mal kurz reinschreiben, welche Ansicht ihr gerade habt. Ich denke, ihr seht gerade die Übersicht mit den einzelnen Basiswerten, oder? Also zumindest das, was bei mir hier angezeigt wird als Teilnehmeransicht. Und ich bin ja schon zwei Charts weiter. Das wäre natürlich ein bisschen blöde, wenn das jetzt so langsam hier überträgt.
Ja, jetzt ist der Switch gekommen auf den nächsten Chart. Also COT-Daten hatte ich eben schon gesagt. Da sind wir auf meiner Meinung nach einem interessanten Niveau von der Positionierung der Commercials. Also das sieht danach aus, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Dann das Sentiment, das war zuletzt sehr negativ. Das auch als Kontraindikator zeigt eben an, dass die Long-Seite hier Trumpf ist. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht. Und schlussendlich noch, wenn wir auf die Saisonalität schauen und die Saisonalität für das britische Pfund gegenüber den US-Dollar zeigt bis Ende Juli, Anfang August aufwärts. Also zumindest von diesen Vorfiltern ja entsprechend die Long-Seite zu favorisieren. Und wenn man dann im nächsten Schritt noch auf den Chart schaut, da muss man sagen, dass wir zuletzt eben ja an ein wichtiges Unterstützungsniveau zurückgefallen ist. Und das können wir uns jetzt gemeinsam kurz angucken. Ich rufe das mal eben auf, den Chart, eine Sekunde. So, britisches Pfund gegenüber US-Dollar. So, und wir haben hier ein wichtiges Unterstützungsniveau zwischen 1,20 und 1,25. Jetzt würden natürlich auch hier wieder einige wahrscheinlich sagen, na, das ist aber relativ breit gefasst, 1,20 bis 1,25. Aber das ist genau das. Man sieht, es kommt hier alles wieder zu dem Punkt, dass ich eben davon ausgehe, dass es ohnehin super schwer ist, den Markt gut zu timen. Deshalb muss man, gerade wenn man antizyklisch unterwegs ist, dem Markt auch etwas Luft geben, sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Und aus diesem Grund sage ich eben, diese Unterstützungszone, die liegt zwischen 1,20 bis 1,25. Und wir sind eben in diesem Bereich zurückgefallen. Wir sind ja von über 1,40 deutlich zurückgekommen Richtung 1,21, 1,22 in etwa. Aber genau in dieser Unterstützungszone 1,20 bis 1,25 konnte eben diese Abwärtsbewegung gestoppt werden. Und dementsprechend habe ich dann auch die Long-Position aufgebaut. Die erste Position, die aktuell noch läuft, die ist im Minus momentan. Aber ich habe es eben ja schon gesagt, die zweite Tranche, da war der Einstieg deutlich besser. Da bin ich reingegangen und direkt danach ist das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auch in die richtige Richtung gelaufen. Und dementsprechend habe ich diesen Nachkauf dann auch wieder veräußert und die Position zunächst einmal geschlossen. So. Ja, wie sieht es aus mit Lufthansa? Also einzelne Aktien werde ich jetzt nicht besprechen, ist auch immer schwierig, weil das gerade da mit den Vorfilterungen nicht so einfach ist. Ich habe zwar ein Handelssystem, was ich auf Aktien auch anwende, aber ansonsten gerade sowas wie COT-Daten, Commitments of Traders Report, das gibt es eben nicht für Einzelaktien und es ist auch deutlich schwieriger, so Sentimentanalysen durchzuführen. Und dann, ja, halte ich mich eher zum Beispiel an mein Handelssystem. Das hat mir auch, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, zuletzt für Lufthansa ein Short-Signal generiert, aber auch nur kurzfristig. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber Einzelaktien werde ich jetzt hier nicht analysieren. Vor allem halte ich jetzt auch nicht viel davon, sagen wir mal, wenn man jetzt einfach sich fünf Charts anguckt und überall nur drei Linien einzeichnet und dann daraufhin sagt, ob man jetzt irgendwo long oder short gehen sollte, sondern wir wollen uns eben verschiedene Vorfilter angucken, die möglichst objektiv sind. Und dann erst im nächsten Schritt nutzen wir eben die Charttechnik für die entsprechende Positionierung, um das Trading-Setup herzuleiten. Also, britisches Pfund haben wir auch abgehakt damit. Meiner Meinung nach, was jetzt interessant werden könnte, wir haben aktuell ja einen Discount-Call auf Silber laufen und noch einen Mini-Future-Long auf Gold. Und ich werde eventuell noch eine weitere Long-Position auf Gold eröffnen, dann wahrscheinlich mit einem Discount-Call-Optionsschein. Warum? Bei Gold haben wir, ja, ist ja wirklich Ruhe eingekehrt, muss man sagen. Also in den letzten Tagen redet ja kaum noch jemand über den Goldpreis. In den letzten Wochen, wir sind ja zwischenzeitlich bis an das alte Hoch angestiegen, so im Bereich um 2070 US-Dollar, dort nach unten abgeprallt. Dann gab es eine deutlichere Abwärtsbewegung und seit dem Zeitpunkt redet wieder niemand darüber. Jetzt muss man sich zurückerinnern, als wir Richtung des Hochs gelaufen sind, Richtung 2070, da war Gold auf einmal wieder total en vogue und viele haben gedacht, na jetzt kommt der richtige Rallye, jetzt kommt der Ausbruch nach oben und dann wird Gold auf 2500, 3000 US-Dollar, wohin nicht auch immer, wird der Goldpreis ansteigen und kurz danach gab es diese Abwärtsbewegung.
Jetzt, nachdem es diese Abwärtsbewegung gab, redet wieder niemand drüber. Und das sind für mich Situationen, die deutlich interessanter sind. Denn wir werden das gleich sehen, das Sentiment ist momentan mehr oder weniger neutral. Ist leicht negativ, aber kein extrem negatives Sentiment, das jetzt schon einen Long-Einstieg eingibt. Also mehr oder weniger neutral. Auch die COT-Daten sind meiner Meinung nach aktuell neutral zu bewerten. Gibt es jetzt kein Extremniveau, auf dem wir uns momentan befinden. Und das sind so Situationen, die nicht uninteressant sind, weil das, ich will nicht sagen, explosionsartig dann auch mal steigen oder fallen kann. Aber wenn natürlich ein gewisser Wert kein Interesse mehr so wirklich hervorruft, dann ist es nicht immer uninteressant, sich dann entsprechend zu positionieren, ob jetzt auf der Long- oder Short-Seite. Denn wenn das Interesse auf einmal wieder zunimmt, wenn ein Ausbruch erfolgt, nach oben oder nach unten, dann kann es eben relativ schnell in die eine Richtung deutlich ausbrechen. Für mich ist der Goldpreis eher für die Long-Seite interessant. Warum? Weil eben die Saisonalität jetzt bald sehr, sehr stark ist. Wir haben jetzt ab Juni eine schon leicht positive Saisonalität, aber dann vor allem in den Monaten Juli, August und September. Das sind die nach dem Januar stärksten 3 Monate des Jahres für den Goldpreis. Und wenn das Gleiche übertragen wird, dann werdet ihr sehen, wie stark eben in diesen Monaten der Anstieg ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwischen Juli bis September steigende Notierungen sehen werden beim Goldpreis, ist erhöht. Und aus diesem Grund werde ich sehr wahrscheinlich noch eine Discount-Call-Optionsschein-Position aufnehmen. Warum jetzt keinen Mini-Future? Wir haben einen Mini-Future aktuell noch laufende Long-Positionen und zusätzlich aber werde ich noch einen Discount-Call kaufen, denn die anderen Vorfilterungen sind relativ neutral noch. Also habe ich eben schon gesagt, COT-Daten neutral zu bewerten und auch das Sentiment. Und auch wenn man aktuell den Juni sich anguckt, dann ist das mehr oder weniger ein Plus-Minus-Null-Monat. Also kann ich jetzt noch nicht damit rechnen, dass wir jetzt hier deutlich anziehen werden. Und sollte es jetzt seitwärts laufen über 1 Monat lang, dann kann ich ja zumindest mit einem Discount-Call-Optionsschein noch eine entsprechende Seitwärtsrendite erzielen. Und sollte es jetzt schon nach oben ausbrechen, wenn es denn nach oben ausbricht, ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit, die aktuell erhöht ist, dann kann ich damit natürlich schon entsprechend von dieser Situation profitieren. Felix fragt gerade nochmal, wie kann man das Webinar nachträglich abrufen? Also am besten dann auf den YouTube-Kanal gehen von finanzen.net. Da sollte das Webinar dann morgen hochgeladen werden. Ja, hatte ich ja eben schon gesagt, weil jetzt kann man die Frage kommt, ob ich vom DAX bearish bleibe, hatte ich ja eben am Anfang sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ja, deshalb auch entsprechend die Short-Position und die Vorfilterung und Charttechnik zeige eben auch an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Deshalb halte ich mich natürlich an diesen Positionen oder halte ich an diesen noch fest. So, jetzt haben wir Gold und Silber. Da sieht das natürlich sehr, sehr ähnlich aus. Deshalb halte ich auch an diesen Positionen fest. Gerade bei Silber, da können wir uns auch nochmal den Chart zusammen angucken. Eine Sekunde. Bei Silber, da sind wir ja hier schon seit langer Zeit in einem Seitwärtstrend oder Seitwärtstrend gefangen, in einem sehr breit gefassten eigentlich. Wir haben wir haben ungefähr zwischen 20 US-Dollar auf der Unterseite, knapp darüber, und zwischen auf der Oberseite 27 bis 30 US-Dollar eine breite Seitwärtsphase, wo der Silberpreis hin und her notiert. Genau aus diesem Grund habe ich ja auch eine Discount-Call-Position aufgebaut, weil ich jetzt momentan noch nicht davon ausgehe, dass der Silberpreis durch die Decke geht und sehr stark ansteigt. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese Seitwärtsrange hier hält. Und wie ich eben schon gesagt habe, beim Goldpreis, dass jetzt eine gewisse Stärkephase beginnt, so wird es auch beim Silberpreis demnächst sein. Also aus diesem Grund halte ich auch hier an dieser Long-Position fest, an der Discount-Call-Position. Beim Gold sehen wir ein sehr ähnliches Bild momentan. Wir haben seit Mitte 2020 in etwa eine breite Seitwärtsrange auf der Unterseite im Future bei ungefähr 1700, auf der Oberseite die 2000 bis 2070 zu nennen. Und ja, wir befinden uns momentan mehr oder weniger genau in der Mitte dieser Seitwärtsbewegung. Und aus diesem Grund auch könnte es sinnvoll sein, eine entsprechende Discount-Call-Position aufzubauen. Und wir haben hier so im Bereich um 1800 US-Dollar noch eine wichtige Unterstützungszone. Da sind wir zuletzt dran gelaufen, dort wieder nach oben abgeprallt und dementsprechend auch charttechnisch gar nicht uninteressant. Dann schauen wir noch auf den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Da läuft ja aktuell auch noch eine Positionierung. In diesem Falle ist das, Achtung, eine Short-Position vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Aber wir analysieren jetzt genau andersrum, japanischen Yen gegenüber US-Dollar.
Zunächst einmal auf die COT-Daten geblickt, muss man sagen, die Commercials haben eine deutliche Netto-Long-Positionierung. Also das zeigt schon mal an, dass eben entsprechend die Long-Seite zu favorisieren ist. In diesem Augenblick schreibt auch gerade Gerald, kannst du bitte auch die Vorfilter zum Währungspaar Dollar-Yen-Anteil eingehen? Genau, super, passt ja prima mit der Anfrage. Wollte ich sowieso gerade machen. Dann haben wir auch alle Positionen besprochen, die aktuell im Depot sind. Also COT-Daten werte ich als bullig, denn die Commercials sind deutlich netto long positioniert. Dann war das Sentiment zuletzt extrem negativ für das Währungspaar. Der japanische Yen hat ja deutlich abgewertet gegenüber dem US-Dollar. Also das Sentiment auch sehr, sehr negativ. Das als Kontraindikator zeigt also auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Und schlussendlich auch die Saisonalität, die ist bis in den Oktober hinein ganz klar bullig zu werten. Also alle drei Vorfilter zeigen an, Long-Seite hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, aber man hat es ja schon eben gesehen, die Position ist aktuell noch deutlich im Minus, läuft aktuell noch gar nicht an die Position. Schon seit längerer Zeit ist die ja auch im Depot, halte ich aber noch dran fest, weil eben auch mir die Vorfilterung momentan keinen Grund geben, diese Position jetzt zu verkaufen. Und da jetzt wieder der Hinweis, nicht immer dann direkt irritieren lassen, wenn man dann überall liest, es muss doch weiterfallen. Ja, natürlich liest man es überall, weil das Sentiment ja auch entsprechend negativ ist. Haben wir eben bei der Auswertung ja gesehen und man kann ja darauf schließen dann eben entsprechend, wenn man überall auch liest, es muss doch weiterfallen und man sieht es dann anhand der Grafik, die ich eben aufgezeigt habe, dass das Sentiment eben schon sehr, sehr negativ ist, dann ist das auch klar, dass man wenig Positives über einen solchen Basiswert aktuell lesen wird. Dann für mich vielleicht das auch noch aufgezeigt, ist jetzt wieder interessant eigentlich für die Long-Seite der Kakaopreis. Können wir mal kurz aufrufen. So, Position wurde aber auch noch nicht eröffnet, weil ich noch nicht reingekommen bin. Aber wir haben jetzt von der Saisonalität her ein positives Umfeld bei Kakao ab Juni. Und da befinden wir uns ja jetzt, soll der Kakaopreis tendenziell steigen bis in den September hinein. Also von der saisonalen Warte aus ist das schon ein positives Umfeld. Könnte man den Kakaopreis auf der Longseite handeln. Das Sentiment, das ist als neutral zu beziffern und auch die COT-Daten werte ich eher als neutral bis leicht bullig, aber aufgrund dieser starken saisonalen Phase kann es gut sein, dass ich hier in Kürze eine Long-Position eröffnen werde für Kakao. Genau, Gold habe ich ja eben schon gesagt, da kann es eben auch jetzt in Kürze zu einer weiteren Positionierung kommen. Und was ist vielleicht noch interessant? Interessant könnte noch hier Orangensaft sein, das sind alles natürlich Werte, die vielleicht nicht jeder von euch handelt, aber Orangensaft, da sind aktuell die Vorfilter für die Shortseite interessant, denn der Juni ist negativ, beziehungsweise auch von jetzt an bis so in den September hinein sollte es oder kann es mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Fallnotierungen beim Orangensaft geben. Dann das Sentiment war zuletzt sehr, sehr bullig. Nachdem der Orangensaftpreis jetzt deutlich angezogen ist, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass wir weiter steigende Notierungen sehen werden. Also auch das zeigt an, die Short-Seite zu favorisieren. Und schlussendlich auch die COT-Daten, meiner Meinung nach, auch bearish zu interpretieren. Wir sind zwar auf keinem Extremniveau, aber schon in dieser Richtung unterwegs. Also der Orangensaftpreis eher für die Short-Seite interessant. So, dann. Was ist vielleicht noch interessant als Trades für die nächsten Tage? Ja, der Kaffeepreis für mich jetzt für die Short-Seite relevant. Interessanterweise Kakao habe ich eben aufgezeigt, eher long. Bei Kaffee sieht es genau andersrum aus. Das ist eher für Short momentan ein interessanter Trade, meiner Meinung nach zumindest. Denn der Juni, das ist beim Kaffee der schwächste Monat des Jahres. Also Saisonalität ganz klar negativ. Dann das Sentiment, zuletzt sehr bullig gewesen für den Kaffeepreis. Aus diesem Grund auch der eher für die Short-Seite relevant. Und dann die COT-Daten, da sind wir auch nahe einem Extremniveau. Deshalb alle drei Vorfilter lassen die Short-Seite favorisieren. Und wenn ich dann schlussendlich noch auf den Chart schaue, sehe ich zwar, dass jetzt der Kaffeepreis in den letzten Tagen deutlich angezogen ist, aber wir haben hier im Bereich um 240 bis 260, zumindest mal ein Widerstandsbereich. Kann also gut und gerne sein, dass ich in Kürze, vielleicht auch noch heute, eine Short-Position auf Kaffee eröffnen werde, weil wir jetzt eben die letzten Tage deutlicher angezogen sind und ich mir gut vorstellen kann, dass wir in dem Bereich 240 bis 260 jetzt nochmal nach unten abprallen. Deshalb macht euch vielleicht schon mal ja, bereit, dass es sogar eventuell heute noch einen entsprechenden Short-Trade geben könnte.
So, dann, ja, heute haben wir schon sehr, sehr viel besprochen. Also viele Werte, die jetzt interessant werden, plus eigentlich alle Werte aus dem Depot. Da sind wir jetzt sehr gut vorangekommen. Und abschließend können wir nochmal gerade die Frage reinkommen vom Klaus. Können wir natürlich gerne auch nochmal auf Kupfer blicken, wie hier die aktuellen Vorfilter aussehen. Von der Saisonalität her muss man sagen, bullig. Da soll es im Juni und Juli deutlich anziehen. Gerade der Juli ist der stärkste Monat des Jahres. Also das würde eher die Longseite favorisieren lassen. Sentiment ist neutral. Und ja, COT-Daten sogar leicht bullig. Das ist natürlich interessant, gerade mit dem ja, zuletzt leichten negativen Kupferpreis haben jetzt die Commercials ihre Netto-Short-Positionen aufgelöst, sind jetzt sogar leicht netto long positioniert. Also jetzt auf dem aktuellen Niveau, wo wir jetzt hingefallen sind, wäre der Kupferpreis eher jetzt sogar wieder für die Long-Seite interessant. Können wir uns auch nochmal den Chart zu angucken. Und dann sind wir auch durch. Ah, jetzt sehe ich auch schon, okay, jetzt natürlich der Kupferpreis schon massiv angezogen. Gerade heute geht es deutlich nach oben. Da würde ich jetzt nicht mehr hinterher springen, sondern eher versuchen, wenn er jetzt nochmal runterkommen sollte, so in der Region um 4 bis 4,10 in etwa, da wäre das ein potenzieller Long-Einstieg, zumindest charttechnisch. Jetzt sind wir schon deutlich angezogen, wieder Richtung 4,55. Da würde ich jetzt nicht hinterherlaufen, würde ich warten, ob man dort nochmal einen besseren Einstieg bekommt, zumindest auch, wenn die Vorfilter noch ein entsprechendes Long-Signal angeben. Ja, damit haben wir auch eine Punktlandung hingelegt. Wir haben genau 19 Uhr. Die Zeit verging wieder wie im Flug, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dass wir alle Positionen besprechen konnten aus dem Trading Depot plus potenzielle neue Trades plus wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie die Investitionsquoten sind, ja, wie das Depot auch aufgebaut ist, dass es nicht nur darum geht, welche Positionen sind aktuell grün oder rot, sondern es geht natürlich immer darum, wie entwickelt sich ein Depot mittel- bis langfristig. Einzelne Trades sollten keinen großen Impact haben auf das einzelne Depot. Ich sehe es leider Gottes immer wieder, dass dann zu hoch spekuliert wird in einzelnen Trades. Bitte achtet darauf, dass ihr die Positionen klein haltet. Nur so wird man entspannter mit den Trades und dann wird man auch tendenziell auf der Gewinnerseite landen, weil ansonsten, wenn die Positionen zu groß sind, dann wird man nervös, dann wird man emotional. Entweder man wird gierig oder man bekommt eine extreme Angst. Dann werden Positionen aus Gier oder eben aus der Angst viel zu schnell verkauft. Und dementsprechend solltet ihr einfach die Positionsgrößen runternehmen und ihr werdet sehen, das wird sehr wahrscheinlich deutlich helfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Wenn ihr übrigens Lust habt und ihr noch nicht angemeldet seid für das Trading Depot, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch dort anmeldet. Ist ja ohnehin komplett kostenlos. Ich kopiere euch den Link gerade mal in den Chat rein. Hier steht auf der Seite zum Trading Depot Newsletter anmelden. Da könnt ihr draufklicken, eure Daten angeben. Dann bekommt ihr noch eine Bestätigung, ja, wo ihr ein Double Opt-in-Verfahren nochmal das Ganze bestätigen müsst, damit ihr dann eben ja in dem Verteiler seid. Und es ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Wenn ihr irgendwann kein Interesse mehr habt, dann meldet euch einfach wieder ab. Aber ihr bekommt ansonsten immer eine Mail, dass dann eben es Transaktionen im Depot gegeben hat. Da müsst ihr nicht jeden Tag auf die Seite gehen, sondern bekommt eine entsprechende Info per Mail zugeschickt und könnt dann den Trade euch anschauen. Und wenn ihr Interesse habt, macht er mit. Und wenn ihr sagt, das ist gar nichts, ich bin da anderer Meinung, dann solltet ihr es natürlich lassen. Und ja, in diesem Sinne, ja, sage ich vielen Dank. Vielen Dank auch für die ganzen positiven Kommentare gerade, die reinkommen. Freut mich extrem, dass euch das Webinar auch weiterhilft, dass es auch vielleicht, ja, besser verständlich macht, wie ich in den Trades vorgehe, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt, wie auch eure eigenen Trades vielleicht anpasst und auch dort eventuell bessere Ergebnisse dann vollziehen könnt. Das freut mich natürlich extrem. Vielen Dank auch für die ganzen Fragen, die reingekommen sind. So vergeht die Zeit natürlich auch für mich viel schneller, wenn das Ganze etwas interaktiv gestaltet wird. Und jetzt sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt noch die Sonnenstunden, wenn es bei euch auch so sonnig ist wie bei mir gerade hier in Frankfurt noch. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid bei diesem Webinar. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Danke euch, macht's gut. Ciao.